Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zur Levelreihe von Rulana und Fizzlegrinder. Hallo Schatz. Hallo. Wir befinden uns hier in der Akademie von irgendwas. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die heißt. Arkanen. Nein, weiß es nicht. Ist ja auch keine unwichtig. Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier und die Quest hat jetzt funktioniert bei meinem Schatz. Deshalb können wir jetzt weitermachen und Elia Azurmond stellen. Geht in Frieden. Die uns natürlich prompt angreift hier wieder. Und dann holen wir uns, wie heißt das Artefakt hier von Asuna? Das ist nicht das Ding von Akrama, sondern der Gezeitenstein. Den holen wir uns. Das ist nämlich eine der Säulen der Schöpfung, Schatz. Aha. Ja, die wir dann wieder an die Wand nageln können. Ja. In Dalaran. Schön. Schön. Ich mag es, Dinge an die Wand zu nageln. Oh, nice. Ich nicht. So, und das müssen wir jetzt oben abgeben, gell? Oh, ich könnte mich sogar die Treppen hochgehen. Lol. Hast du es nicht gekriegt? Lel. Dieses kommt davon. Mann. Weil du immer so schnell dich... Ja, gib's mir rechtzeitig. Du bist schuld. Einer muss ja... Ja. Ja. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Der spricht wie mein Priesterbekleider. Das ist wohl richtig. Das ist derselbe Kerl wieder von der Straße. Kann ich mal in Ruhe looten? Danke. Schreien sie. Das hätte ich auch vertonen können. Wäre ich sicherlich gut drin gewesen. Ah ja. Du hättest auch vertonen können. Allerdings. So, da haben wir alle fünf. Yay. Müssen wir den Gezeitenstein nur noch zusammensetzen, dann haben wir ihn, Schatz. Bist du da? Ja, hier. Muss das abgeben. Oh nein, was ist mit dir passiert? Ich bin in einem Eisblock. Oh nein, wir sind in eine Falle getappt. Oh nein. Oh nein, wir sind Tölpel. Oh. Oh nein. Oh nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist eine Falle, oh nein. Ist das eigentlich Atissa oder wie die heißt? Ja. Ihr werdet einen brauchbaren Sklaven abgeben. Sklaven abgeben. Oh, geil. Ich entkomme. Nein. Doch, ich entkomme. Nicht. Meine Stilwichser können mich festhalten. Was hast denn du eigentlich für einen Helm? Hä? Da guckst du blöd, was ich für einen Helm habe. Muss man sowas transmoggen? Das sieht ja mal richtig. Es ist lila, also gehört es zum Transmog. Ja, ja. Kannst du jetzt mal aufhören, dich hier so hin und her zu bewegen? Ich entkomme. Hallo, Prinz Farondis. Schön, dass du uns helfen kommst. Wenn ich würde zu gerne wissen, es wie du das gemacht hast. Die Ewigkeit als Geister zu verbringen. Mal gucken, ob wir uns das anschauen können. Die Schuld überkam mich. Ich konnte nicht ausharren, während ihr meine Schlachten schlugt. Bam, bam, bam. Nähert euch der Akademie. Abgeschlossen. Ich werde euch in die Akademie folgen. Und da wird meine Leiche rausgeschliffen wie so ein Stück. Ich hatte gerade den Eindruck, so ist recht. Ey, ich lieg da. Ich werde rausgeschliffen bei mir. Naja, macht ja Sinn, oder? Ja, die sollen uns beide rausschleifen. Ich bin ihnen so dicht gefolgt, wie ich es eben wagte. Blizzard kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Ich bin durch den Dreck gezogen. Ich sah meine Chance. Ich musste die Naga-Anführer angreifen und euch befreien. Geist! Der Gezeitenstein ist jetzt unser! Ihr kümmert euch um unseren Gast, Atissa. Die Atissa, die hat auch nichts auf dem Kasten, gell? Nicht? Nee. Okay. Und da lame, die Alte.
Alter. Nein, da kommt ein Mörder. Verflucht sollt ihr sein, Elf. Die Königin selbst. Die Königin selbst. Artissa entkam mit dem Gezeitenstein. Statt sie zu verfolgen, entschied ich mich, euch zur Hilfe zu eilen, Schäfchen. Ja, Problem damit? Ja. Warum? Ja. Ja, du bist der Riese, ey. Mach's blöd, ey. Schließlich hatte ich ihren Sklavenpferch gefunden. Ein Sklavenpferch, Schatz? Nein, da kommt das Schaf. Warum bist du eigentlich schon wieder fast fertig, ne? Alte Na, weil ich durch Rush, weil ich schon 100 Mal gemacht hab. Na, ich auch. Aber bist ja unbesiegbar mit dem Bengel. Muss ich einfach da durchlaufen. Ach ja. Und die 2 drücken. Ihr erkennt mich wohl nicht. Okay. Oh, die ist so geil. Was? Oh. Wer? Königin Ashara. Ach ja. Auf die bin ich schon heiß, Schatz, seit ich die Bücher gelesen habe von Krieg der Ahnen. Warum? Na, weil die als die heißeste Nachtelfe beschrieben wurde, die jemals gelebt hat. Und selbst jetzt, wo sie dämonisch, untot, was auch immer ist, ist sie immer noch heiß. Oh ja, Ashara. Hallo. Das, was er anhat, das ist cool. Ja, das ist ein schönes Mock, das hätte ich gerne mit meinem Priest. Ja, eben. Oh, jetzt kommt sie näher. Oh, hallo. Vor allem generell solche Roben, die auf der Seite so halb offen sind, das gibt's gar nicht im Game, gell? Mm-mm. Oh, da sieht man meinen Arsch. Oh, aber die Fingernägel muss ich mal schneiden, ey. Geht mir gar nicht. Ihre Ohren müssen wir mal schneiden. Ohren schneiden? Schatz, das ist ein Nachtelf. Naja. Die schneiden sich nicht die Ohren. Sind mir zu lang. Wir werden niemals. Niemals vor euch knien! Knien! Enrage! Ihr werdet meinen Zorn spüren. Sie einfach nur lacht und sich verpisst. Okay. So, was gibt's jetzt hier Schönes? Ah, 743. Vor allem der eine Mob, der da hinten ist, der ist der immer buggy. Der Geschichte dürfte euch bekannt sein. Welcher? Der da hinten steht, in dem... Da sind doch 3 drin eigentlich. Ja. Ich habe mein Volk enttäuscht. Und der eine ist halt immer buggy. Auf ein Wiedersehen. Die Naga werden nicht lange warten, bevor sie den Gezeitenstein... Soll ich dir nochmal demonstrieren? Beeilt euch. Kannst du? Der hier immer steht. Warum ist der buggy? Den ja, weil der immer... Getötet? Nee, bei mir ist der immer buggy. Okay. Und der ist mir ganz normal hinterhergelaufen zu den 2 anderen. Und dann habe ich sie meteort. Und dann war viel. Nein, viel. Bei mir nicht. Ah, bei mir schon. Oh, geil. Bonusziel, Baby. Wollen wir das schnell machen? Oh, yeah. Ja, wir holen uns, so eine Harpune. Hier die Großen. Ja, ich hol die Harpune für die Großen. Brauchst du dafür etwa eine Harpune? Ich hab sie. Hab ich sie? Ah, ja, ich Kannst du die nicht so töten? Na, ich kann, aber so geht's schneller. Na, dann mach doch mal. Na, wir brauchen einen Großen. Na, hier. Den da oben. Harpune in your face! Zack. Lol, wahrscheinlich. Und du nimmst einen anderen. Was bist denn du für ein Fängel? Was? Was hast du jetzt schon wieder zu meckern? Na, ich war völlig woanders. Wo warst du? Ja, auf der anderen Seite halt. Na, wenn du sagst hier, dann denke ich hier bei mir. Nee. Nicht da bei dir irgendwo nicht drüben. Nicht denken. Ah doch, sonst hätte man das mit der Harpune nicht machen können. Ich weglaufen. Ja, ich sterbe. Was soll ich denn nur machen? Heal, heal, heal. Hätte ich auch eine Harpune bringen können.
War ja eigentlich deine Aufgabe, aber nein, wir müssen ja erstmal. Ich hab meine geworfen. Mhm. Ich hab meinen getötet mit der Harpune. Ja, ist schön. Ja, hab ich gelesen. Machen wir jetzt eben deins und meins, ja? Nein, du kommst jetzt einfach mit mir. Nee, das sind jetzt meine Mobs hier. Wir haben also gesiegt. Wie zu erwarten. Wie zu erwarten. Wo bist denn du jetzt, Mann? Na, hier. Was machst denn du da hinten? Na, töten. Guck, da gibt's auch Harpune. Oh yeah. Schwupp. Ich loot noch deine Mobs, okay? Nein, das sind meine Mobs, die darfst ja, du nicht. Ja, sag looten. Ich ja, ich loot ja noch deine Mobs. Nein, ich weiß gar nicht, was du da für so hast an meinen Mobs. Ich geh gern mal an deine Mobs und loote die. Ist Mobs schon wieder so ein Codewort für Möpse? Ja. Nein. Nur für NPCs in World of Warcraft. Wir brauchen mal noch einen Riese, brauchen wir noch. Wobei, wir haben ja schon wieder 78. Nehme ich die Harpune halt für die Bitch. Ja. Und den Rest machen wir bei der Atissa selber. Das sind ja sowieso noch Mobs. Bist du damit einverstanden? Naja. Naja, pull schon mal alles, gell? Sollen wir das töten hier? Ja, ja. %94 Ah! 96, 98, ah! Oh, leck, bist du bereit? Was soll das jetzt? Jetzt wollte ich gerade fragen, bist du bereit? Wollt Hero ziehen? Legt sie mich in Bubbles hier. Jetzt kannst du. Die Tieresgarde wird euch zerschmettern. Hafnab haben! Mhm. Ich betäubt. Das hab ich nicht aufgepasst. Braucht uns. Was greife ich da eigentlich wieder an gerade? Es ist im Stein und Buggy. Nice. Soll ich mal markieren? Nee, ist okay. Ich hab sie gesehen. Da hinten ja nicht so. Außer. Gibst du mir jetzt schon Befehle oder was? Naja. Raus da. Raus da. Auf die Knie. Auf die Knie, Schatz. Ja, da ist sie down. Und es hat nichts für unser Bonusziel gegeben. Da, den einen noch. Mm-mm. Nein, brenn! Na toll. Na toll. Dann geben wir halt mal kurz ab und töten da noch einen. Ba, ba, einst, ba, vor 10.000 Jahren war Asuna wunderschön. Um 3% Sekunden. Lol, das ist halt auch Fail-Tooltip. Verringert die Zauberzeit von Feuerball um 3% Sekunden. Geil. Geil, +7, +7. Also, ja. Warum, Faldres? Warum seid ihr mir mit euren Männern zu Hilfe gekommen? Meins ist lila geworden. Nice, GZ. Hm. Wir haben eure Taten gesehen. Jeder Elf, der ja sich der Königin selbst zu widersetzen, hat meine Unterstützung. Nee. So, jetzt haben wir theoretisch wieder die Dungeon-Quest. Ja, die will ich machen. Aber die wir jetzt noch nicht machen, nee, weil wir haben ja noch jede Menge andere Sachen, ne? Komm, wir porten dich mal. Aufgaben. Wir müssen den Gezeitenstein an uns bringen. Geht das? Geil. Geht bestimmt. Braucht nur zwei Leute, um jemanden zu porten. Yay! Yeah, ich hab einen Port gekriegt, warte die ganze Zeit an weg. Hey. Hey. Oh, shit. Nice. Okay, reicht. Achievement unlocked, portet euch selbst. So, soll man jetzt eine Geheimoperation? Trefft euch mit Ravandir. Das ist direkt hier nebenan. Direkt nebenan. Wo denn? In 10 Minuten sind wir da. Da oben. Fick dich. Hast du das? Ja, nö, oder? Nö. Was? Nö. Ja, lass dich halt abmauen.
Ich wollte die Quest mit dir teilen. Na, Entschuldigung. Teilen. Ja, ich wollte. Jetzt bin ich jedenfalls. Das muss ich erstmal kämpfen. Ich mache. Stress mich doch nicht wieder so hier. Oh, da kommt ein Riese, Oh, da weg! Er hat uns nicht. Alles ja, gut. Ja, deine olle Tussi pullt bestimmt wieder, oder? Na Gott. Ja, sag ich ja, weil. Oh. Was macht denn der da hinten? Ja, da macht sie noch Dingens. Frostnova. Müssen wir den jetzt echt töten? Nee, oder? Komm, wir laufen einfach weg. Warte. Wir stehen. Wieso hab ich denn das nicht hier? Jetzt lauf. Lauf doch. Jetzt ist weg. Lauf doch. Es ist weg? Ich hab hier oben am Flugpunkt hab ich eine Quest. Endlich auf der Straße. Da sind wir sicher. Nee, auf jetzt ist wieder da. Trefft euch mit. Rein. Alter, wo kommt denn jetzt die fucking Naga wieder her? Bei einem Arzt. Ach ja. Ja. So, jetzt pass mal auf. Ich habe eben beim Flugpunkt Teufelsvorstoß. Ja, aber hier. Ich habe auch gerade hier unten Geheimoperation. Die hast du nicht? Nee. Das ist dann bestimmt so ein Inti-Ding. Lass mal sehen. Champion, seltsame, mächtige Energieform entdeckt. Ach, das ist Magierzeug. Wahrscheinlich, okay. Ja, das kannst du ja zwischen den Epis machen. Ach ja, wie cool, ne? Muss ich zwischen den Epis machen. Ja, Mann. Ja, Mann. Teufelsvorstoß, Mann. Vorstoß. Ich würde sagen, den Vorstoß machen wir das nächste Mal. Ich bin ganz ohr. Damit wir genug Zeit haben, um vorzustoßen. Verstehst du? Okay, dann stoßen wir das nächste Mal vor. Okay, meine lieben Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte wäre es positiv, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni. Und ich bin die Bea. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.